Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Vor einiger Zeit habe ich bereits die Sammeledition zu König und der Vogel aus Frankreich gezeigt. Jetzt habe ich mir noch was gekauft, und zwar das alte, zum einen ein Filmprogramm aus dem Jahr 1981 und zum anderen die Aushangsfotos, die 12 Verleihfotos, jeweils DIN A4 in diesem Umschlag. Hier sieht man diese Aushangsfotos. Es sind im Gegensatz zu den Sammeleditionen, die ich gezeigt habe, sind es dann keine Reproduktionen, sondern es sind die Original-Aushangsfotos, die dann an die Verleiher verschickt wurden. Jetzt leide ich hier mit einem Knick, weil die Fotos, das ist verständlich. Ich meine, die sind sehr alt und das Papier ist schon relativ dünn. Gute Farben. Es ist nicht ganz so scharf, wie man das sich wünschen würde. Aber ich meine, immerhin stammen sie ja original von aus 1981, als der Film im Kino lief. Leider hat der Film, das habe ich schon mit einem anderen Video erzählt, den ich am Ende des Videos werde ich den verlinken, mit der Vorstellung der Sammeleditionen aus Frankreich, es sind zwei Sammeleditionen, und der deutschen DVDs, der deutschen DVD. Und der DVD mit einer anderen Fassung des Films. Genau. Also bei den Sammeleditionen sind da auch Fotos dabei, und das sind natürlich alles Reproduktionen. Während hier sind es keine, alles original. Gut erhalten. Das ist im Jahr 1981. Fühlt sich auch sehr gut an, obwohl es relativ dünn ist. Ich weiß nicht, der Film hat mich ziemlich in seine Bann gezogen. Ich kann nicht mal wirklich erklären, so exakt erklären, warum. Er hat einfach eine unglaubliche Stimmung und visuell sehr, sehr ungewöhnlich, sehr, sehr interessant gemacht. Ich habe ja schon bei meinem anderen Video erzählt, es gibt noch eine andere Fassung aus dem Jahre, aus den 50er Jahren. Und zwar der Produzent, der Film war auch Jahrzehnte in Entwicklung. Der Produzent hat den Film vor, ohne das Einverständnis des französischen Regisseurs, veröffentlicht. Die alte Fassung ist, wie gesagt, noch unfertig veröffentlicht mit einem völlig anderen Schluss. Diese Fassung ist jetzt auch Public Domain, die kann man kaufen bzw. auch sogar streamen. Die nennt sich Curious Adventures of Mr. Wonderbird. Meines Wissens leider nur in Englisch. genau, und das hier ist entsprechend, in den 80ern hat der Regisseur dann den Film komplett fertiggestellt, teilweise nur in Animationen. So, das ist das Filmprogramm, und hier ist nochmal eine der zwei Sammeleditionen. Um einfach das Artwork zu vergleichen, man sieht hier, das ist quasi das originale französische Artwork. Das ist die ältere, die DVD-Edition aus dem Jahre, ich glaube 2010 ungefähr. Und hier sieht man am Filmprogramm, das wurde ein bisschen angereichert. Es gibt auch ein Poster, den man kaufen könnte. Ich überlege mir noch, ob ich das auch wirklich mache. Meistens gefaltet, das heißt, man kann es nicht wirklich aufhängen. Genau, hier noch ein paar Charaktere und ein paar Erweiterungen. Genau, hier ein Polizist und hier der Roboter, den man am Ende des Films sehen wird. Während hier ist es eher sehr einfach gehalten. So, jetzt blättern wir mal durch dieses schwarz-weiße Filmprogramm durch. Ist leider auch sehr dünn, ist sehr gut erhalten. Also muss ich wirklich lassen, wirklich sehr gut erhalten. Leider nur in schwarz-weiß entsprechend. Und hier sind die Artworks, von denen man einige auch schon bei den Aushangsfotos gesehen hat. Genau. Man sieht hier leider überall so ein bisschen Knicke, dass man schlecht vermeiden kann, weil die Seiten schon ziemlich dünn sind. Genau. Ich werde das alles natürlich dann komplett durchlesen. Finde ich sehr schade, dass der Film keinen Blu-ray-Release in Deutschland bekommen hat. Keine Blu-ray-Veröffentlichung. Ja, das ist das gleiche wie hier. Obwohl er in 80er Jahren tatsächlich auch im Kino lief und soweit ich es verstanden habe, auch recht populär wurde. Hier noch die Aushangsfotos. Hat es leider ewig gedauert, bis er, also auf VHS ist er erschienen, aber es hat leider ewig gedauert, bis er wirklich dann auch auf DVD erschienen ist. Das war, glaube ich, so 2012, 2013.
Und leider, wie gesagt, nur auf DVD. Als extra gibt es auf DVD noch so eine Dokumentationsmischung aus Zeichentrick und Realfilm. Tischrücken, wo über die Kurzfilme und also Interviews mit dem Regisseur und die Kurzfilme des Regisseurs nochmal gezeigt werden. So Leute, das war's. Ich kann euch den Film wärmstens empfehlen. Schaut euch mal an. Ich meine, wenn man ein Fan von vor allem älteren Animationsfilmen ist, ist es genau das Richtige. Und sagt mir Bescheid, wie euch das Video gefallen hat, wie euch der Film gefallen hat, wie euch diese alte Filmprogramm und Aushangfotos gefallen haben. Abonniert meinen Kanal und hinterlasst ein Like. Bis dann.